Also die Schätze hier lasse ich mir definitiv nicht entgehen. So, wir haben noch drei Schlüssel, mit denen wir Sachen öffnen können. So, ziehen wir mal die Jungs hier alle zusammen. Oh, sie verwirren mich sogar halt kurz aus dem Target, wenn ich so sie durchtische. Gut zu wissen. So, hier das Geld einsacken und dann nach oben beim Exit die Tür öffnen. Genau, die da. So. Und raus. Und wir sind auf Floor 5 zurück. Und haben die Stacheln da deaktiviert und können uns den Kristall schnappen. Boah, jetzt haben wir aber 4000 Geld. Gold. Wie auch immer. Und wir kriegen noch viel, viel mehr, weil wir hier auch Silbermünzen einsacken. Ja, das freut den schnöden Mammon. So, wir haben die Planke da hoch teleportiert. Die können wir dann also von oben dann wiederholen. Hier können wir das Leben runterporten. Das Waffen-Upgrade hätte ich aber auf jeden Fall gerne. Das war noch weiter unten, soweit ich weiß. Oder da drüben. Ja, bei Kombo-Modus gucken wir uns erstmal hier um. Oh ja. Hier ist das, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das macht das erstmal. Ein Weg zurück nach oben. Gucken wir uns den mal kurz an. Ah ja. Vendor-Münze. Das ist schon mal schön. Gleich mal einsacken. Das war nämlich der eine Weg, den wir gesehen haben. Theoretisch könnten wir hier jetzt auch gleich die Planke einsammeln. Aber nein. Die Bombe hat auf uns gelauert. Ich will erst einmal... Okay, Schild. Und dann geht es hier runter. Ah, Planke. Edelstein, Edelstein. Noch mehr Zeug. Und das wiederum finde ich sehr nett. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite kommen. Erst einmal hier drüben clearen. Und ja, ich töte wirklich alles, was tötbar ist. Weil ich mag die roten Punkte auf der Karte dann nicht mehr sehen, weil ich dann denke, ich war da noch gar nicht. So, einfach mal durchdashen, alles aktivieren. Und dann einfach in der Ecke warten, bis alles kommt. So, die Bogenschützen mal wegräumen. So. Und hier das Kleingeld aufsammeln. Die Silbermünzen rentieren sich nämlich. Wie viel ist so eine Silbermünze eigentlich wert? Mal kurz gucken. Oh, drei. Drei normale Münzen. Also das Dreifache von der normalen Münze. So. Hier haben wir alles erledigt. Au. So, hier wieder die Schleime. Anlocken. So, dich weg. Die Goldmünze einsacken. Und dann holen wir uns hier noch das Item. Ja, noch mehr Stärke, sehr schön. Das können wir ja fast alles einfach weghämmern. So. Geld.
Da ging es nach 4 runter. Also in den Secret-Bereich, den wir über dem Trankhändler gesehen haben. Ich will aber gerne wieder nach oben. Und zwar am besten den Weg nehmen, den wir vorhin runtergekommen sind. So. Und da muss ich kurz gucken, bei welcher Pyramide. Genau, bei der hier. Noch eine seltsame Planke gefunden. So. Jetzt können wir aber weitergehen. Gut. Save Point, der uns sagt, hier geht's weiter. Und wieder so ein Ding hier. So, am besten erstmal um die Ecke laufen, die Skelette wegschlagen. So. So, wieder in Deckung gehen. So. Und da ist das letzte Ding zu aktivieren. Wow. Ganz schnell in Deckung gehen lieber. So, die Skelette hinterherkommen lassen. So, Skelette und Schleime. Etwas heilen lassen. Da müssen wir gucken, dass wir erstmal die Spawner loswerden. So. Au. Das ist jetzt hart. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir ganz viele Schleime aktivieren. So, weil mit ganz vielen Schleimen können wir unsere Combo aktivieren und uns gucken, dass wir uns etwas heilen. Oder ich trinke einfach den Trank. So. So, so. Letzter aktiviert. So, euch weg. Blöde Bogenschützen. Geld einsacken. Und die hier auch weg. Noch so ein Irokesen-Heili. Oh. Wieder einer mit Banner. Was allerdings nicht viel macht, weil die Bogenschützen eh nur gegen mein Schild hämmern. So. Da unten ist noch eine braune Tür. Die wir gerade nicht öffnen können, weil der Schlüssel da drüben liegt. Oh, aber ein Boss. Wow, 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 wow. 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 Okay, das macht ja fast keinen Schaden mehr, wenn er da seinen Schwerttanz macht. Aber er gibt uns 5 Leben und eine Vendor-Münze. Also erstmal hier lang. Weil da ist ein Bronzeschlüssel. So, weg mit dem Ding. Vendor-Münze einsacken bitte. So. Spawner töten. Viehzeug töten. Banner töten. So, Schleime. Und Gegner töten. Ja, so halte ich die Kombos schön aufrecht. So.
Und ich glaube, so komme ich von der anderen Seite zu dem Tor. Ja, komme ich auch. Das heißt, erstmal da lang gucken, weil dort ist ein Save Point. Das heißt, da lang geht es wahrscheinlich weiter. So. Spawner weg. Spawner weg. Spawner weg. Blobs weg. Skelette weg. Bogenschützen weg. Noch mehr Blobs weg. Noch eine Tür, für die wir einen Schlüssel brauchen. Und da liegt jede Menge Zeug. Okay, das ist jetzt eine etwas gemeinere Konstruktion hier, finde ich. Autsch. Da hat mich die Gier geritten. Da hat mich definitiv die Gier geritten. Und uns zu unserem vierten Tod geführt. Ich würde sagen, wir clearen erstmal alles um die Stachelbarrikade herum. Aber erstmal sacken wir hier Geld ein. Machen noch ein paar Kisten und Fässer kaputt. So, und sacken hier noch mehr Geld ein. So. Jetzt würde ich sagen, tun wir erstmal alles um diesen Todesparcours hier reinigen. Genau, weil da ist nämlich noch ein... Au. Genau, so ein Ding. Und es sind sehr viele schöne Sachen da versteckt. So. Weg mit euch. Hier wird der Weg zurück. Den will ich aber noch gar nicht nehmen. Und ich hätte schwören können, hier wäre irgendwo... Ach, ist es doch auch. Genau, hier kommen wir nämlich an das One-Up ran. Das wir immer noch nicht brauchen. Wir haben unendlich. Wow. So. Die töten. Save Point an, wie aktivieren, und dann müssen wir uns erstmal doch dem da entledigen. Wow, hier sind noch jede Menge Schleime und die Vendor-Münze, die wir von der anderen Seite aktiviert haben. Stimmt, da war, hier waren wir noch gar nicht. So. Weg mit euch allen. Will mit euch nicht befreundet sein. So. Das war das Eck. Können wir noch mal kurz über den Save Point drüber gehen. Und können jetzt die ganzen schönen Sachen hier einsacken. So, erstmal hier hoch. So. Trank. Gut. Tot. Nicht tot. So. Tot. Nicht tot. So. Okay, die konnten wir von hier aus öffnen. Sind das normale Kristalle? Ja. Dann sind die egal. Wir wollen hier lang weiter. Wow, Vorsicht. Wow. Okay.
Das haben wir gerade so überlebt. Boah, vorsichtig, nicht nochmal sterben. So. So. An die Vendor-Münze will ich da auf jeden Fall noch rankommen. So, 89 haben wir schon mal wieder. Dann hole ich mir die Orange da oben auch noch mal. Und verlasse über den Apfel das Gebiet. So. Habe ich nur zwei Mana-Kristalle liegen gelassen. Den Apfel sack ich noch ein. Und dann war es das auf dieser Ebene. Ah ja, sehr schön. Und wir haben jede Menge Gold zusammen gesammelt. Wow. Also ja, hat sich definitiv ordentlich gelohnt. Ja. So. Als erstes hole ich mir beim Rüstungshändler den Heilzauber. Soll ich mir Divine... Ach, ich hole mir mal ein Divine Wrath. Schaden kann es ja nicht. Jetzt beim Level Up erhöhe ich einmal meinen Mana Pool auf 100. Also 100 Grundwert. Wir haben ja noch die Stat Boni. Kann ich bei dir noch was kaufen? Charge Damage. Ja, okay, der ist gekauft. Kann ich bei dir? Ja, bei dir kann ich mich einfach mal heilen. So. Und beim Kombo-Meister könnte ich nochmal Healing. Oh ja, Kombo-Healing ist sehr schön. Und ich tue den Kombo-Timer einmal hochsetzen. So. Gut, Geld gut genug ausgegeben. Und wir haben wieder so einen Fackel-Dinger. So. Alles voller Schleime und wir haben schon mal die Anzeige für den Boss. Okay, das da drin scheint der Bossraum zu sein. Bei ihm könnten wir noch was kaufen. Gut, gucken wir mal, was uns hier erwartet für ein Boss. Wie gesagt, es ist total blind für mich. Also, hier sind nur Schleime. Oh. Okay. Ein ziemlich starker... Oh. Gut, so kann ich mich heilen. So, immer rückwärts gehen. Was sind das für Zwerge? Wow. Genau, rückwärts gehen ist hier die beste Idee. Wow. Ich werf mal lieber meine Heal Potion ein. Wow. Okay, überall Explosionen. Wow. Also ganz ohne zu sterben werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, oder doch? Night Slain. Okay, wir haben den Ritter besiegt. Den zweiten Boss. Kriegen dafür ein... 5 Level-Ups? 5 Extra-Leben? Oder habe ich mich verlesen? Cool auf jeden Fall. Und wir begeben uns auf Ebene 7. Archives. Okay. Wir haben den dritten Akt erreicht. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Also bis dann.